Guten Morgen. So, heute wollen wir einfach mal gucken, was bei euch so los ist. Nicht immer da was mit unserem Goldstück los ist, sondern einfach mal gucken, was bei euch los ist. Käffchen ist am Start. Da das ja mindestens 10 Stunden braucht, bis es hochlädt, dürft ihr es morgen früh zum Frühstück haben. So, wie geht's denn in deinem Leben weiter? Aber wir hatten ein schönes Wochenende gehabt. Bei den einigen war das Wetter ja toll, bei den anderen eher nicht so. Und dann nix. Du liegst zu Hause im Bett, hast die Decke über den Kopf gezogen und nichts passiert. Was ist da hier los? Liebes Universum, schlafen wir doch. Alla hopp, Pakatsche, wie geht es im Leben? Meine Herzchen, ihr beide. Okay. Wie geht es im Leben, meine Herzchen, weiter? Was kommt Neues, was wird verabschiedet? Jetzt flieht er fort. Ich habe jetzt gesagt, Gret, ich muss spekulieren, also wieder aufsetzen. Jetzt habe ich gesagt, Gret, ich soll mir Julische Zeitkarte nehmen, gell? Lenormand 1.0 von Julia Seelenzauber. Jetzt falle sie. Jetzt guck du mal, was als Zweitkarte gefallen ist. Die Schneck, meine Karte. Ich flieh fort. Also, im Moment stehst du irgendwie vor einem Berg. Weißt nicht, wie du drüber kommst. Und wenn, machst du dich ganz langsam auf den Weg. Aber immer gut. Der erste Schritt ist der beste. Guck mal. Universum ist bei dir. Tja, Berg und Brücke. Du wirst irgendetwas tun müssen, um vorwärts zu kommen. Also zweimal laufen, zweimal vorwärts gehen. Aber guck mal, wie schön das Universum hilft dir. So, der Kompass, dich neu auszurichten. Dass du Klarheit in deinem Leben kriegst, kriege ich gerade rein. Du wirst neue Wege gehen, und das gefällt mir sogar sehr gut. Wahnsinn, also ich muss eben wieder so lachen. Nee, nicht die Mondnacht, sondern Julias Karten. Okay, na guck mal. Hast einen Freund an deiner Seite, der dir treu ist. Ihr seid, ich mag das sehr, dass die Julia dem Hund noch eine rote Schleife angezogen hat. Ja, das ist das rote Band, das euch immer verbindet. So, was sollst du denn? Wo sollst du denn hinlaufen? Also die Brücke wird ja verschieden dargestellt. Bei der Julia ist es so, für mich zumindest, es ist eine sehr stabile Brücke, also da kann man definitiv drüber laufen. Tja, die feste Verbindung, der Ring. Es ist natürlich, bis man mit so einem Bash gekrabbelt ist, gell, das dauert ein bisschen. Und so Schnecke sind ja jetzt, wie wir alle miteinander mittlerweile wissen, auch nicht die schnellste. Manchmal fehlt mir mein schneckerisch Gedöns. Mein Hexenhäuschen fehlt mir nicht, aber mein schneckerisch Gedöns, ich glaube, das machen wir trotzdem immer die Woche, oder?
So, eine Karte noch bitte, liebes Universum. Dankeschön, der Baum. Guck mal, alles was ist, kommt in die Heilung. So, mit Erfolg, ja besser geht's doch gar nicht, oder? Also, ich trinke mal gerade noch was. Also, im Moment blockierst du dich selbst. Warum auch immer, du weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst. Wahrscheinlich sitzt du in deiner Hütte und weißt nicht, also beziehungsweise du siehst den Riesenberg vor dir, dann eben noch die Brücke, ach Gott, die kennt ja vielleicht, Sammelbresche, hast aber wirklich Sehnsucht, neue Schritte zu gehen, neue Wege zu gehen. Okay. Das Universum sagt gerade, es ist nicht schlimm, wenn man zu Hause sitzen bleibt, wenn man in seine Stabilität wieder kommen will, wenn man zu Hause in seine Kraft kommen will, wenn man seinen Kompass neu einrichtet und dann weiß, welche Wege man gehen möchte. Du sollst es genau unter die Lupe nehmen. Willst du nach links, willst du nach rechts, was ist besser? Ist der rechte Weg für mich besser? Ist der linke Weg für mich besser? Julia hat auch so schön die Cut, also es geht den Berg hoch. Ja, der erste Schritt ist immer der schwierigste und dann klappt es irgendwie, dann geht es vorwärts. Man muss sich einfach nur trauen. Alles, was dir im Moment Kopfzerbrechen macht, was dir ein bisschen Angst macht, was dich abends verzweifeln lässt, kommt in die Heilung. Guck mal, mit Erfolg. Es wird etwas Neues. Es kommt zu einer festen Verbindung. Entweder hier mit deinem Seelenschatz oder aber beruflich, neues Haus. Wie gesagt, also du stellst deinen Kompass neu. Ich habe das schon immer gesagt, ich habe einfach das Gefühl, es wird sich dieses Jahr vieles fügen. Es geht auseinander, was nicht mehr zusammengehört und es kommt zusammen, was zusammengehört. Heißt jetzt nicht nur auf den Herzmenschen, Dualseele, Wunschpartner, was auch immer, sondern Job, Freundschaften, Wohnungen, Häuser. Also es ist noch viel, viel im Umbruch und ich höre immer wieder von meinen Mädels und Jungs, dass es wirklich im Moment eine hochenergetische Zeit ist. Es rappelt in alle Ecke. Also es ist wirklich, es rappelt in alle Ecke. Aber guck mal, ganz am Ende der Schlüssel des Erfolgs. So what? Besser geht's gar nicht. Ich guck gleich nochmal, wie es weitergeht. Da gucken wir aber gerade nochmal schnell, was transformiert werden soll. Gott schon, ey. Da sind sie jetzt halt fix gewesen, gell? So. Also, bewahre deinen Glauben. Bleib bei dir, bleib in deiner Mitte. Hier, das Universum ist bei dir, das regelt's. Das lässt dich auch nicht alleine, wenn du über die Brücke läufst. Sollst dir nicht abends in den Abendstunden, wenn es jetzt anfängt, duster zu werden, so viele Gedanken machen. Ich sehe gerade, viele von euch sitzen irgendwo dann abends noch ein bisschen draußen, was weiß ich, rauche vielleicht, trinke noch eine Wolche oder einen Tee und schauen in den Himmel und machen sich dann viel Gedanken darüber, wie es weitergeht. Alles kommt in die Heilung. Hier, das Universum braucht zwar noch ein bisschen, guck mal, wie schön. Das Universum braucht noch ein bisschen, die Schneck ist mein Liebskat in dem ganzen Deck, Julia. Ja, aber guck mal, dann kommt es zur Heilung. Guck mal, wie schön, kommt alles von oben runter. Die Kat gefällt mir wahnsinnig gut. Die ist sehr schön gestaltet. Kommt alles von oben runter, kommt in die Heilung. Du kriegst wieder deine Kraft, du verwurzelst dich wieder, vor allen Dingen mit dir selbst. Du weißt, was du möchtest. Und nicht immer sagen, wenn der Anne, dann aber. Wenn der Anne, dann aber. Nee, nicht der Anne, du. Du bist der Chef in deinem Leben
Und wenn du sagst, so, ich will das jetzt hier nicht mehr, ich will in der Wohnung nicht mehr bleiben, ich will den Kerl nicht mehr, ich will einen neuen Job, dann lauf du vorwärts. Es macht keiner für dich. Lauf du vorwärts. So, das Ganze mit Nüchternheit, darfst du also gut überlegen. Nüchternheit ist lustig, geh also kein drei Wodka vorher trinken, dann wird es schwierig. Nüchtern. Nüchtern sind sie zu Hause. Das Nüchtern, ohne, das Nüch die Nüchternheit heißt ohne viel Emotionen, ohne viel Gefühl. Also einfach mal wirklich tabula rasa machen mit mir und meinem Leben, mit dir und deinem Leben und dann gucken, wie es vorwärts geht. Genau. Ich hab's nicht gesehen. Genau. Bitte. Dein Ding mal ganz emotionslos. Nüchtern betrachte. Keine Emotionen reinbringen. Ja, aber wenn. Ach, aber wenn. Und dann ist es da. Ey, die Welt ist Veränderung. Jeden Tag. Es gibt jeden Tag Neues zu erleben, zu sehen, was auch immer. So, schauen wir nochmal, was die himmlischen Helfer dazu zu sagen haben. Und dann hoffe ich, dass ich nicht vergesse, habe ich zu dem Geburtstagsgoodie noch was zu sagen. Das Universum sagt gerade zu mir, ja, dann sag's doch. Genau so, ja, dann sag's doch. So, also, wenn du hier von deinem Glauben etwas abfällst, Mutter Maria ist bei dir, dann darfst du gerne wirklich zu Mutter Maria beten, die ist immer bei uns, die hilft uns immer. Und guck mal, wie schön. Die Liebe ist gefallen. Die Liebe ist einfach wirklich das Höchste. Es ist einfach so. Was soll ich sagen? Es ist einfach so. Jetzt sagte mal, jetzt hab ich ja mein Fehlkäppchen ganz da hier beleidigt. Das gibt's doch gar nicht, oder? Jetzt habe ich einen riesen Tisch, gell? Deshalb habe ich eine große Legung gemacht für eine Kundin. Haben einen riesen Tisch und hat keinen Platz. Es ist immer so. So, also die Fehlkäppchen, was habe ich die für dich noch zu zaubern? Perfektes Timing. Einmal Dankeschön. So. Dein Sohn wird behütet und geschützt, während er die Welt erforscht. Also, falls es um ein Kind geht, ist beschützt, alles ist gut, aber jetzt hier perfektes Timing. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Gefällt mir wahnsinnig gut die Karte heute zu der Legung. Wie geht's mit dir weiter? Was kommt dann da jetzt? Wie geht es mit dir weiter? Jetzt ganz allein ist dein Kartenbild. Wie gesagt, es gibt jemand, ich sag's jetzt halt einfach, der Hund, ich sag immer, ja, die treue Seele, ein guter Freund, kann ein Bruder sein, für mich ist es, also für mich könnte es ein Bruder sein, es ist aber natürlich auch der Wunschpartner. So, jetzt sind wir es ja los, Mann. Konntest du jetzt nicht leiden, dass da alles so draußen so klappt, gell? So, also. Wenn du das Ganze beziehst auf deinen Wunschpartner, machen wir das Ganze mal andersherum. Auf deinen Wunschpartner. Dann werden natürlich neue Wege gegangen, aber hier der Berg, dauert ewig. Und bis so Schnecke über den Berg ist, Kamerad Schnürschuh, ich kann dir sagen, es dauert. Es dauert, aber es kommt in die Heilung. Und wie schön die Liebe ist gefallen. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, Schlüssel, die Lilien. Gott, ja. Also, der Schlüssel mit voller Erfolg, die Lilien. Familie, Sexualität. Alles kommt wieder in die Gänge. Aber du musst dir gut Gedanken darüber machen, dein Weg neu einstellen. Also, sagt er, die Freundschaftskarte. Also keine Freundschaft plus, kriege ich hier ganz deutlich rein. Keine Freundschaft plus. Und dann keine Angst haben, dass irgendetwas schief läuft. Dass du dich wieder zurückziehst in dein Türmchen. Guck mal, dann kommen die Blumen, Narrenturm und eine Maus. Wie schön. Geh raus.
Triff dich mit Menschen. Es gibt neue Kontakte. Es ist toll. Nicht hier zu Hause im Turm hocke, wie im Haus. Im Haus darfst du sitzen. Du darfst in deinem Haus gemütlich sitzen. Haus, Wohnung, ihr wisst, was ich das jetzt meine. Also darfst du gemütlich sitzen. Darfst dir Gedanken machen, ganz nüchtern so. Ich mache mal Tabula Rasa. Nimm dir ein Blatt Papier, schreib auf, Pro und Contra. Was gefällt dir noch an deinem Leben? Was gefällt dir an deinem Leben nicht mehr? Und dann wird's geendet. Aber nicht hier vor lauter Angst in den Turm zurückziehen und nichts mehr machen. Es kommt keiner zu dir nach Hause und sagt, du liebes Job fertig. Der gefällt dir viel besser, da hast du viel mehr Geld und mehr Urlaubstage. Nee, passiert nicht. Es kommt auch keine neue Liebe zu dir nach Hause und sagt, ich hab mir dich gerade ausgeguckt. Jetzt bin ich noch, ich hab mal unten an der Haustür geklingelt, mal gucken, wer aufmacht, du hast aufgemacht, erlaubt du bist. Nee, du musst schon selbst marschieren. Der erste Schritt ist der schwerste, aber marschieren, marschieren, marschieren. Das Leben ist einfach Veränderung. So, die Zeit wird es zeigen. Ja, es dauert halt noch einfach. Also, die Zeit wird es zeigen. Bitte jetzt nicht mehr ewig drei Dachte haben rumhocken und überlegen, überlegen, überlegen. Solchen Leitgeber, ich habe es tot überlegt. Also, hier. Deine Gefühle zusammenraffen, die ein Herz fassen und zack, abmarschieren. Auch wenn es langsam geht. Sind alles langsame Karte. Die Wege hoch zu's. Aber guck mal, du gehst hoch zu's. Es gibt jetzt viele Unge, die sagen, man kann den Weg auch runtergehen. Ja, für mich ist er hoch zu. So, der Berg. Ich sehe schön, dass der Bad Julia nicht ganz so hoch ist. Also, guck mal, wie schön nebendran ist Gras. Auch wenn man einen Berg zu erklimmen hat, es gibt immer wieder schöne Sachen nebendran, die man sieht und sagt, ach guck mal, das war gar nicht so schlimm jetzt, gell? Hier und Schneckchen, es dauert halt ein bisschen. Aber du darfst wirklich langsam vorwärts gehen. Guck mal, neben der Brücke, feste Verbindung, dann will das Universum und sagen, es wird beschützt. Dann läufst du über die Brücke und dann brauchst du auch keine Sehnsucht und Ängste mehr zu haben. Dann kommt es in die Heilung. Also wenn man es jetzt mal so runter sieht und wir gehen jetzt davon aus, dass das der Herzmensch ist. ja, Sehnsucht, Herzmensch, kommt in die Heilung, alles schick. So, also mit dem Schiff. Dauert halt noch ein bisschen. Du fühlst dich noch so ein bisschen im Labyrinth gefangen. Du weißt nicht so, wo du hin sollst. Deshalb setz dich hin, nimm ein Blatt Papier, schreib auf, was dich bewegt, was dich nicht bewegt und gut ist es. Setz deine Maske ab, ganz wichtig. Funktioniert nicht. Funktioniert manchmal im Berufsleben, da darf man die auch aufhaben, ganz ehrlich. Es muss nicht jeder auf der Arbeit wissen, dass du vielleicht gestern geheult hast, weil du traurig warst. Nee, dann zack, die Maske auf, interessiert auch keiner. Wenn dich jemand fragt, wie geht's denn dir, die wenigsten Menschen meinen das ernst. Das ist einfach ein Floskel, ich hasse es. So, guck mal, tiefen Gefühle und Ehe und nebendran das Herz. Also, guck mal. Wunderschön. Tiefe Gefühle, ich mag die Karte sehr, die ist schön bunt. Ehe und das Herz. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Ja, die Finanzen, die machen dir noch ein bisschen Kopf. Da liegen die Wolke drauf, da machst du dir noch viel Gedanken drüber. Aber guck mal, kommt alles in die Öffentlichkeit. Alle Verwicklungen und Verstrickungen. Soll ich gerade sagen, werden sich in Luft auflösen. Park, Luft. Ich soll es gerade so sagen. Alle Verstrickungen in deinem Leben werden sich in Luft auflösen. Also, sowohl die Finanzen, als auch die Liebe, als auch er. Also, es wird sich alles in Luft auflösen. Du bist noch ein bisschen aufgeregt. Es kommt zu Gesprächen. Aber hier, so what? Guck mal, Fuchs, Schwanz, gut, beim Julius sieht man nicht, wobei ich die Karte von dem Fuchs sehr schön finde. Aber gehen wir mal davon aus, Fuchs, Schwanz, auf die Krone. Du bist der Chef in deinem Leben, du bist die Königin oder der König in deinem Leben. So, kommst in deine Stärke wieder, die Sonne wird wieder erscheinen. Maximal, ja, 2 Monate, ich sage mal 4. 4 kommt mir gerade rein, es kommt zu Veränderungen. Es wird etwas Altes abgeschlossen, das ist ganz wichtig. Sorry, wenn ich so viel babble, du. Es ist ganz wichtig, etwas Altes abzuschließen, damit was Neues kommen kann. Wenn du alles noch bei Kapitel 10 hängst,
und dich wundschreibst, dann kann Kapitel 11 nicht kommen. Logisch. Kapitel 10, zack, Ausrufezeichen hinten dran, Seite umklappen, vorwärts geht's. Genau. So, das beste Weise anstellen, also hier der Sarg, das wird alles transformiert, das ist das hier, was das Universum dir schenkt, es wird alles transformiert, es kommen ganz, ganz weise Entscheidungen auf dich zu, wenn du das Ganze nüchtern und ohne Emotionen angehst. Reiter und Brief kommt mir jetzt gerade rein, es wird etwas schnell vor sich gehen, was etwas Schriftliches betrifft. Also, Bewerbung schreibe, wenn du deine Mail sein möchtest. Plötzlich geht. Das ist aber ja schön. Guck mal, das Julche hat immer die Cut Anesterum gemacht. Fällt mir sehr gut. Die Sense ist beim Julche Anesterum und schlägt in den Neuanfang. Also es kommt plötzlich ein Neuanfang. Der wird nicht gekappt. Für mich ist das nicht so. Ich sage das immer wieder dazu. Früher wurde mit der Sense alles eingefahren. Alles Getreide, was man gesät hat, was wichtig war, wird eingefahren, wird abgeschnitten, wird eingeholt. Damit für den Winter über den Bunker voll war. Also für mich ist das überhaupt nicht, die Spitze schlägt irgendwo rein, gar nicht. Kriege ich vom Universum so nicht rein, soll ich auch so nicht sagen. Ich soll meine eigene Sache sagen, wie ich sie vom Universum gesagt habe, so mache ich es auch. Also, plötzlicher Neuanfang, weil du wieder in deinem Gleichgewicht bist. Auch was hier feste Verankerungen betreffe, sowohl den Beruf, also guck mal, unsere allerletzte Wunscherfüllung. Hier, Mädels, Jungs, bessere Karte gibt's nicht. So, aber der erste Schritt muss getan werden. So. Sollen wir noch oder sollen wir nicht? Eine Karte noch. Also, Universum sagt noch eine Karte, falls es wirklich hier um einen Wunschpartner geht. Eine Karte, unsere Seelenverbindung, zack. Sehr schön. Also, Kampf. Immer wieder versuche ich, gegen meine Gefühle anzukämpfen. Es darf einfach nicht sein. Die Situation lässt es nicht zu. Ich muss irgendwie versuchen, dich zu vergessen. Auch wenn dies total unmöglich erscheint. Denn diese Gefühle zu dir sind schon unbeschreiblich stark. Ich werde dich wahrscheinlich immer lieben, aber trotzdem müssen wir uns vergessen. So. Treffen. Also er will dich vergessen, aber er will dich auch sehen. Was soll ich jetzt so dazu sagen? Es kommt sofort für mich rein, hat jetzt nichts mit dem Kartenbild zu tun. Bitte nicht falsch verstehen, es kommt aber sofort das Dual rein. Das ist ganz typisch. Stoß mich weg und zieh mich ran. Stoß mich weg und zieh mich ran. Treffen. Wir haben uns schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Sehr viel Zeit ist vergangen. Ich vermisse dich sehr und möchte dich gerne wiedersehen. Deshalb werde ich dich bald kontaktieren und dich nach einem Treffen fragen. Ich freue mich sehr, dich bald wiedersehen zu können. Also, es ist ja schön, dass ihr den inneren Kampf habt, gell? Es nutzt halt nichts. Es nutzt einfach nichts. Dualseele wolle einfach die Seele zusammenkommen. Es ist so. Ja, wir haben das alle im Himmel und in der Schrippe. Wer eine Dualseele hat, der weiß, von was ich rede. So. Also. Geh weiter deinen Weg. Auch wenn es manchmal Hürden gibt, geh deinen Weg weiter. Lauf mit kleinen Schritten, wenn es für die Große noch nicht langt. Du hast einen Freund an deiner Seite, der dir hilft, soll ich gerade noch sagen. Ach, schön. Also, du hast einen guten Freund an deiner Seite, der dir hilft. Ihr seid immer miteinander verbunden. Was so beste Freunde halt auch eigentlich sein sollte, gell? Und du sollst dir gerade zu Hause schön machen. Also, mach ein bisschen Herbstdeko rein, wenn das Herz hier ein bisschen klemmt. Mach einfach ein bisschen Herzdeko. Oh, ein bisschen Herzdeko. Herzdeko ist auch immer gut. Hier. Herzen sind immer gut. Also, mach ein bisschen Herbstdeko rein. Fang wieder an, Kerzchen anzumachen. Kauf dir einen leckeren Tee. Trink abends eine leckere Tee. Und mach dir nicht so viele Gedanken. Das Universum ist hier und wird es regeln. So, Punkt. Halt. Die Liebe, die lehne ich jetzt immer noch mitte dort drauf. Da kann ich noch ein bisschen Energie ziehen. So, jetzt nochmal zu dem Geburtstagsgoodie. Bin ich gestern Abend mehrfach angeschrieben worden. Also ich habe am, was weiß ich, am 30.10. Geburtstag. Ich habe am 24.9. Geburtstag.
Das ist alles gut und schön. Also ich kann mir das nicht auch noch alles aufschreiben und mir dann merke, wer Geburtstag hat und was auch immer. Dann brauche ich eure Frage dazu. Sorry, aber das geht so nicht. Also, es war gedacht, du hast Geburtstag, ich sage mal heute. Heute denkst du, ach, die Marion, der alte Fuchs, der hat hier ein Geburtstagsgoodie. So, dann nimmst du deinen Personalausweis aus deinem Portemonnaie, legst den auf den Tisch, machst ein Bild, dass ich sehe, dass du heute Geburtstag hast. Ich sag immer schön mit Bild dabei. Nicht, dass du mir das Passbild von der Freundin hinlegst. Gut, viele von euch haben auch, was weiß ich, die Liebe jetzt als Profilbild. Also, ich musste ja wirklich feststellen, dass es auch hier falsche 50er gibt. Ich habe euch das ja gesagt mit dem PayPal-Guthaben, was zurückgezogen wurde, diese Bezahlung. Ich bin eigentlich so gar nicht. Ich glaube immer jedem alles. Ich denke, naja, es wird passieren, es ist alles gut und schick. Aber ich würde auch gerne das Bild sehen. Es kommt von mir aus ein Altbild sein. Auf meinem Bild sind meine Haare noch schwarz und ich habe noch gut und gern 30 Kilo mehr. Scheißegal. Aber ich sehe trotzdem, dass du das bist. So, und wenn ich dann dein Passbild sehe und sehe, dass du heute Geburtstag hast, dann kriegst du heute, beziehungsweise, lieber Gott, ich habe auch noch ein Erlebe, vielleicht nicht heute, aber morgen oder übermorgen. Ich hatte jetzt zwei Mädels, die waren sehr, sehr zahm mit mir und meinem Zahn. Die hatte vergangene Woche Geburtstag, also eigentlich schon vor 14 Tagen Geburtstag und habe gestern ihre Legung gekriegt. Ganz ehrlich. Es ist ein Geschenk. Es ist einfach ein Geschenk meinerseits, um euch zu danken und euch die Wertschätzung zurückzugeben, dass ich mich freue, dass ihr bei mir seid, dass ihr mich abonniert habt. Genau. Ich finde es dann halt immer ach blöd, wenn man es dann einfordert. Ich weiß, es liegt euch all was auf dem Herzen und jeder will wissen, wie es weitergeht. Aber bitte, 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 fordert es nicht ein. Ich vergesse es nicht. Aber an dem Tag, wo du Geburtstag hast, schreibst du mich an. Mit Perso, kurz, dass ich sehe, aha, du bist es. Wie auch immer, es wäre schön, wenn wir vielleicht gerade für diesen Moment, ich meine, heutzutage kostet es all nicht viel Zeit, gerade mal sein Profilbild ändert, dass ich sehe, du bist auf dem Profil, ja, da kann ich jetzt auch verarscht werden und es kann ein Bild von einer Freundin drin sein. So what? Ganz ehrlich. Dann kommt Karma zurück. Und Karma wird jeden treffen, auch damals besagte Dame oder was auch immer. Egal. So, also, so ist es gedacht. Nicht, bitte nicht anschreiben, ich habe am Freitag Geburtstag. Wie sieht's denn aus? Kannst du es heute schon machen? Nee, weil es ist ein Geburtstagsgeschenk. Und man kriegt Geburtstagsgeschenke am Geburtstag und nicht 3 Tage vorher. Also, man kann nachträglich noch gratulieren. Man kann auch nachträglich noch Geschenke kriegen. Aber vorwärts geht's gar nicht. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt klar ausgedrückt, was ich möchte. Guck mal, ich muss euch noch mal schön fertige zeigen. Ist die schön? So, also, Geburtstag am selben Tag bitte anschreibe, eine Frage stelle, gibt eine kurze, knackige Legung, ich sage mal 15 Minuten, 20 Minuten. Wenn alles gut läuft, sind es vielleicht auch nur 10 Minuten. Wie gesagt, so, das war's. Jetzt lege mir noch die zwei Herzen auf die Liebe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Guckt, dass ihr euer Leben hier in den Griff kriegt. Weil wenn du dein Leben im Griff hast, wenn es bei dir vorwärts geht, wenn du in die Heilung kommst, wenn du wieder Erfolg in deinem Leben hast, dann kommt der noch gezwitschert. Hier der Kamerad Schneeschuh. Hier der Kamerad Schneeschuh. Kommt der noch gezwitschert. Aber es nutzt nichts, wenn du dein Leben auf ihn ausrichtest. Wenn er sich nicht mehr meldet, dann mache ich das und das. Wenn er nicht mehr macht, dann mache ich das und das. Nee, das ist der falsche Weg. Wenn du nicht mehr machst, dann kann der sich melden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn du deine Entscheidung getroffen hast, ich lasse jetzt die Situation los, ich verlasse ihn, weil es mir nicht gut tut, dann machst du alles richtig. Aber nicht andersrum. Nicht, wenn er sich nicht mehr meldet. Oder ich hoffe, er meldet sich nicht mehr. Oder ihr kennt jetzt die ganze Litanei. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Es wird auch aufwach nicht kätzig. So, wie gesagt, für persönliche Readings dürft ihr mich gerne anschreiben. Meine Nummer steht in dem langen Text, den irgendwie auch keiner liest. Bin nämlich gestern auch gefragt worden, wo ist denn die Nummer in dem langen Text?
Persönliche Readings hier bei mir im Studio gibt es ab 1. Oktober. So what? Also, ich finde es halt immer schön, wenn man irgendwie jetzt nicht in Timbuktu wohnt, dass man sagt, okay, ich nehme mir mal einen Tag frei, ich fahre mal bei die Marion. Energie am Tisch ist immer besser wie Ferndiagnose, geht auch, weil ich diese Fähigkeit vom Universum gekriegt habe. Also, alles schick. So Mädels und Jungs, Jungs, ihr wisst ja, umdrehen. Ich finde es ein sehr schönes Reading, was dich angeht. Perfektes Timing. Jetzt ist dein Timing, um dein Leben umzukrempeln. Männer, Frauen, Jobs, Freundschaften, Wohnungen, Häuser, Finanzen, alles Mögliche. Krempel es jetzt noch um. Vor dem 31.12. wird noch viel passieren. Es wird noch viel passieren, es kommen noch viele Wunder, es wird noch viel passieren. Vielleicht lernst du auch eine neue Liebe kennen. Oder die alte Liebe kommt zurück. So, nichts mache, was ich nicht achte.